Willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte dir heute hier einen Traktor vorstellen der Marke Deutz Fahr, den DX605. Da haben wir hier das gute Stück, einen schönen alten Trecker. Bin ich auch mal ganz gespannt. Also 26.599 kostet er hier in der Anschaffung und Leasing 1.356. 140 Liter ist der Kraftstofftank groß und wir haben hier eine Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h, eine Leistung hier von 101 PS und kW schließlich 74. Wir haben hier die Möglichkeit, hier vorne also ein Frontgewicht hier rauf zu tun. Dann haben wir hier einen Aufpreis zu zahlen von 1.250 € und dann haben wir noch die Möglichkeit, hier einen Frontladerkonsole und zu kaufen für 1.500. Das ist die Frontladerkonsole KAT3 oder hier Stoll Euro für 3.000 €. Ich nehme mal hier den, weil den anderen habe ich dann nicht. So, da haben wir hier das gute Stück und starten wir mal die Maschine. Sieht schon mal sehr interessant aus. Ist auch irgendwie das höher gesetzt, sonst würden die Reifen natürlich hinten weiter runtergehen. Wir testen als erstes mal hier unsere Eckelektraulik. So, da haben wir hier die andere Seite echt cool. So, da haben wir jetzt den hier aufgenommen. Wenn man jetzt hier sieht ganz gut aus. Sagen wir mal. Geben wir mal wieder. Also dynamische Schläuche hat er schon mal. Dann haben wir hier unten auch den Kugelkopf. Haben sie extra hier eingebaut. Dass das hier ganz gut passen sollte natürlich. So, jetzt halt mal ranpirschen. Dann sehen wir hier. Attached ja auch ordentlich. Dann nehmen wir uns den HW80 gleich. Bin auch nachher gespannt, ob dann natürlich die Achse auch so dynamisch ist, wie ich mir vermute. Dann sehen wir jetzt die hier, also dynamische Schläuche jetzt hier funktionieren sie nicht. Habe jetzt eigentlich vorhin gar nicht aufgepasst, aber das können wir jetzt gleich nochmal wiederholen natürlich. So, jetzt nun kommt aber erst vorne noch hier Kontrolle hier vorne unseren. Wir sehen, hat er hier vorne keine. Ist irgendwie schade. Jetzt gehen wir noch mal hin und testen noch mal hier unsere Eckelektraulik. Da sehen wir jetzt hier, die dynamischen Schläuche funktionieren von den HW80 hier nicht. Obwohl das Original ist, es ist kein Mod. Jetzt gehen wir nochmal so ran. Testen jetzt ja auch für uns. Sehen wir jetzt hier, funktioniert, passt das Ganze. So, denk mal. So, schauen wir mal, ob wir hier rauskommen. Ich habe immer das Problem, dass also. Tun wir einfach hier das Ding mal zurücksetzen. Es geht mir dermaßen. Na, wo haben wir es jetzt? Na, wo ist es denn? Ah. Vor lauter Sachen da. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Na. Findet ihr den nicht oder was? Ah, das nervt. Ich kann es euch jetzt sagen. Oh, nein, 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 nein. Der ist ja anhänglich hier. Ah ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Die Hupe überhaupt? Ein Hupe geht hier auch nicht. So, dann testen wir gleich mal hier die Achse.
Und natürlich, ja, Spuren macht er. Ja, also die Achse ist ja echt super eingestellt, wie wir hier sehen. So. Ich darf nicht immer vergessen, so weit weggehen vom Mikrofon. Dann schaltet das Mikrofon immer wieder zu früh aus. Also was es soll. So, das sind wir jetzt hier. Gehen wir mal in die Innensicht rein. Schauen wir mal, ob hier was animiert ist. Nein, fällt mir hier nichts auf. Gaspedal hier auch nicht. Spiegeln funktionieren auch leider nicht. Ah, haben wir hier sonst hier nichts. Schauen wir mal hier. Oh, wir haben hier Warnings wegen der XML. Wie wir hier sehen. Haben wir drin. Was haben wir hier? Callstack haben wir auch drin. Hat was wegen Attacher zu tun. Aber wir machen schon noch das mit dem Licht natürlich fertig. Also, so sind wir nicht. Also, schauen wir mal. Licht funktioniert. Blinker. Haben wir auch einen super Schein, wie wir sehen. Dann hier, das ist hier, also, mal sehen. Oh, halt mal das einmal aus, hier das Ganze. So. Hinten ist Nummer 6. Da ist der Schein hier so rüber, auch wie er soll. Nummer 5 geht hier gar nichts. So, machen wir jetzt hier das hier an. Und dann, wenn ich hier das schalte, hier mit Numbit 5, dann sehen wir ja jetzt, geht hier vorne was. Aber extra zu schalten geht es leider nicht. Ist ein bisschen eigenartig, muss ich wirklich sagen. Das Ganze. Naja, ich hoffe jedenfalls, dass der Mod weiter überarbeitet wird, weil fehlerfrei ist er leider nicht. Ja, wenn euch das natürlich, das Video natürlich gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr hier reinschaut. Hiermit sage ich Servus, grüß euch, euer Franz.